Herzlich willkommen bei Schwagers Barbecue. Moin. Heute machen wir richtig geile Rippchen auf einer Rotisserie. Und das Ganze machen wir wie immer richtig puristisch, eigenen Rub, eine schöne Glasur, geräuchert wird es natürlich auch, wird eine richtig feine Geschichte. Viel Spaß beim Zuschauen. Für unsere Rips brauchen wir heute diese Rips hier. Das sind die wunderschönen Rips von Klicken Grill. Das sind Baby Back Rips vom fränkischen Landschwein. Dazu benötigen wir noch etwas Zwiebelgranulat, Knoblauchgranulat, aber auch etwas Paprika. Das verfeinern wir noch mit etwas Salz und Pfeffer. Dann werden wir das Ganze abrunden mit Hickory-Holz und mit Kirschholz, um ein schönes Raucharoma dazu zu bringen. Und dann wird das Ganze noch mit Mango-Rum lasiert und gibt dem Ganzen dann nochmal einen richtigen Kick. Und zu allerletzt brauchen wir natürlich auch unsere Rotisserie, weil die Rips werden sich nämlich heute richtig schön im Kreis drehen. So Leute, ihr seht im Hintergrund glühen unsere Kohlen durch und ja, wenn man Rippchen macht, dann kennt ihr das bestimmt schon aus 522.173 Videos. Ihr müsst die Silberhaut hier runter machen. Da hilft euch Omas bester Suppenlöffel, geht auf dem Knochen lang. Es ist ein Teelöffel übrigens, hat er recht. Und dann könnt ihr diese ja, ledrige Haut runterziehen, wenn wir es räuchern oder wie auch immer, empfiehlt sich das auf jeden Fall zu tun. So, und dann haben wir uns hier vorne schon einen ganz puristischen Rub selbst zusammengemischt. Die Zutaten verlinken wir euch unten in der Infobox. Der ist jetzt relativ salzlastig. Wir benutzen aber für die drei kleinen süßen Stränge, benutzen wir nicht alles davon. Also nehmt einfach so viel, wie ihr benötigt und ja, damit fahren wir am besten. Einfach großzügig jetzt hier drauf geben. Die Süße kommt nachher nämlich bei uns durch die Glasur. Da ist genug Zucker mit bei, von daher, das passt. Die Rückseite genauso wie die Oberseite. Schön würzen. Und solange der Grill jetzt einregelt, lassen wir dem Rub die Zeit, richtig schön Feuchtigkeit zu ziehen. Und ich setze mal in 10, 15 Minuten sind wir fertig und dann seid ihr wieder dabei. So Leute, die Kohle ist durchgeglüht, der Grill wird jetzt auf seine 150, 160 Grad eingepegelt und wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Rippchen. So, die werden wir jetzt, übrigens ein Wort zu den Rippchen, die haben jetzt richtig, richtig Saft gelassen hier. Ich denke mal, man kann das vielleicht hier am Brett unten sehen. Die sind richtig wunderschön und da freuen wir uns richtig, richtig drauf. So, die werden wir jetzt nach und nach so Ziehharmonika-artig aufspießen. Mal gucken, ob man das erkennen kann. So. Und dann auch etwas zusammendrücken, weil wir haben nämlich auch, wir haben drei Stränge. So. Und das war jetzt auch doof, aber wir versuchen es mal. So. Da kommt jetzt der zweite Strang. Knochenseite versuche ich immer in eine Richtung zu machen. Und dann nach und nach spießen wir das hier durch. Das lässt sich wunderschön machen, weil hier ist gute Fleischauflage und auch gut Fleisch zwischen den Rippchen. Guck mal, als hätte man das nicht anders gewollt. Da muss noch ein drittes Rippchen drauf. Da ist der dritte Strang auch schon. So sieht das dann aus, wenn man die drei Stränge aufgespießt hat. Dann müsste man das jetzt so ein bisschen verteilen, damit die gleichmäßig verteilt sind. Und natürlich sichern wir das Ganze von der anderen Seite gegen. Dann müsste man jetzt gucken, wie das am Spieß ist. Am besten zentrieren und dafür gehen wir jetzt zum Grill. So, die Rippchen haben wir jetzt auf unseren Spieß zentriert, damit es richtig schön mittig in der Kugel liegt. Und einmal kurz ein paar Takte zum Setup. Wir haben so ungefähr drei Viertel voll den Kamin durchglühen lassen, hier reingepackt und erstmal die Hitze kommen lassen, damit so die meiste Stärke abschwächt. Und wir haben den jetzt auf ca. 160 Grad eingepegelt. So, so sieht das aus. Da ist nicht wirklich viel Glut, aber das ist komplett ausreichend. Jetzt schalten wir die Roti ein, Deckel drauf und wir sehen uns zwischendurch mal immer wieder am Spieß. Aber ich sag mal, ungefähr 1,5 bis 2 Stunden werden wir wahrscheinlich für die Rippchen jetzt brauchen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Räuchern. Der Spieß dreht sich bereits seit 2 Minuten drauf und wir haben natürlich noch unser Kirschholz und unsere Hickory noch nicht draufgepackt. Und das machen wir jetzt. Das holen wir jetzt nach. Nehmen ein so ein richtig gutes Stück Holz Kirsche, die packen wir dann mittig in die Glut und eine richtig gute Handvoll
Chips von Hickory. Das verteilen wir auch hier ein bisschen. Und natürlich kommen die Chips schon eher als der Chunk da hinten. Und es fängt schön an zu räuchern und boah, es riecht schon richtig, richtig lecker. Darauf achten, dass die Abluft zentriert ist und nicht über den Kohlen ist. So. Ja, und dann kann es jetzt eigentlich richtig losgehen. Boah, ist das ein Duft. Wahnsinn. Richtig gut. 30 Minuten später wollen wir mal gucken, wie unsere Rippchen so aussehen. Und wir lüften mal das Geheimnis. Alter Verwalter. Das ist ja mal wohl eine richtig geile Farbe. Schön. Also das Hickory-Holz und das Kirschholz haben ganze Arbeit geleistet. Der Chunk von Kirschholz, der räuchert hier noch fröhlich vor sich hin. Und ja, es blubbert, es brutzelt. Es sieht richtig, richtig gut aus. Also wir sind auf dem absolut richtigen Weg. Machen wir schnell wieder einen Deckel drauf. Und ich würde sagen, so lassen wir das mindestens die nächste halbe Stunde noch laufen. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ja Leute, kommen wir zum Lasieren. Als Lasur benutzen wir heute vom Hauptstadtgriller Mango Rum. Und das haben wir uns hier in unser Schälchen abgefüllt, damit wir damit frei umgehen können. Und guckt euch diese wunderschönen Ribs an. Boah, Wahnsinn, wie gut die aussehen. Und wir werden die jetzt ganz dezent überall gleichmäßig schön mit einem Pinsel bestreichen und da überall die Soße drauf verteilen. Boah, wow. Das platzt jetzt schon teilweise auf. Super geil. Das ist wirklich jetzt hier schon ein sehr, sehr schöner Zwischenstand, wie ich finde. Es riecht total aromatisch. Es riecht richtig lecker nach den Resten von dem, nach dieses Raucharoma von dem Holz. Das kann man hier sehr, sehr gut wahrnehmen. Einfach nur ein Wahnsinnsduft hier in der Luft. Ja, das machen wir jetzt komplett hier durch. Und dann lassen wir das richtig schön andicken. Vielleicht gehen wir noch ein zweites Mal drüber, mal gucken, wie es nachher aussieht. Die Farbe ist auch toll. Die Kirsche hat ordentlich gearbeitet. Bei der Kirsche wird es immer richtig schön dunkel. Ja, wie gesagt, machen wir gerade zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. Sieht das gut aus? Guck dir das mal an hier. Der Wahnsinn. Sieht wunderschön aus. So, legen wir los. Okay, Leute, das ist das Ergebnis. Nach 1,5 Stunden, wie wir beide finden, sieht das wirklich wunderschön aus. Ich schraube das mal vorsichtig hier ab und löse das mal. So, das klappt schon mal gut. Nehmen wir das Messer mal zu Hilfe und ziehen mal so einen Strang ab. Auch das lässt sich gut machen. Vorsichtig. Wunderschön. So, den Rest lege ich erstmal wieder in den Grill rein, damit das auch warm bleibt. Und so. Und wir gucken uns das mal zusammen an, wie das denn alles hier aussieht. Ich wollte das gerade anschneiden, aber ich glaube, es ist überhaupt nicht nötig. Es geht so auseinander. Das Fleisch lässt sich vom Knochen teilweise sehr gut lösen, sogar schon nach 1,5 Stunden. Und ich bin kurz davor, meinen Sputen zu ersticken. Von daher würde ich sagen, Zwiggy, komm mal rum und lass uns mal probieren. Gut. Ja, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Ne? Upsala. Typischer Anfängerfehler. Direkt den Knochen rein. Ja. Also ich schnapp mir einfach mal hier so ein Ding. Also, schön ja. Heiß ist es. Mein Lieber. Prost. Cheers. Ne? Endlich mal wieder Rippchen, ey. Mm. Oh Gott. Mm. 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 Oh, lecker. Also, es ist, ich würde sagen, eine Stufe von Fall of the Bone. Mm. Also, der Knochen kommt nach ein bisschen sauber zum Vorschein. Super, super geil. Ganz, ganz lecker. Eigentlich genau richtig so, wie ich es mag. Mhm. Ich möchte in ein Rippchen beißen können und dann ja quasi meinen Zahnabdruck da drin erkennen können. Man muss ihn doch nicht hier, so rausschießen können. Genau, das ist hier absolut gelungen. Finde ich wahnsinnig gut. Zum Rub war nichts Besonderes, aber dafür voll der Knaller. Muss also, was Besonderes sein? Nee, das passt super, super hierzu. Ich finde die Soße finde ich ein Knaller.
Ja, die Soße, also, die hat das Ganze abgerundet. Leichte und das, Schärfe. Und das Raucharoma hat mir auch sehr gut angetan. Wir haben gar nicht so viel Rauchholz verwendet, aber wir haben auch jetzt letztendlich auch nur 1,5 Stunden auf den Grill verbracht. Oder das gute Stück Fleisch. Und ich weiß also, nicht, ob man es hier erkennen kann. Vielleicht machen wir gleich nochmal eine Nahaufnahme. Auf jeden aber Fall. Es ist ein leichter rosa Rauchring zu erkennen. Und das ist schon sehr freudig. An dieser Stelle, viele fragen immer, haben wir Kohle nachgelegt? Nein, haben wir nicht. Ja. Wir haben, Schlaber sagte Anfang des Videos, wir haben einen Dreiviertel Anzündkamin voll Kohlebriketts genommen und wir haben jetzt immer noch massig Glut übrig. Wir haben 150 Grad, die könnten wir noch bestimmt eine Stunde, anderthalb weiterhalten. Ja, locker. Reicht aber dicke aus. 1,5 Stunden sind rum, wir haben ein Bombenergebnis, die Familie wartet und ich würde sagen, wir verabscheuen uns, genau. Ja, das machen wir auch. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und ja. Sollte euch das Video gefallen haben, dann zeigt das mit dem Daumen nach oben, kommentiert unser Video und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.